Sie werden mir das Manuskript geben oder es wird Ihnen leid tun. Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Okay, so, haben wir hier vorne noch irgendwas? Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Okay. So, wie sieht die Lage aus? Wir haben 30 Schuss, wir haben die Leuchtfackeln. 6 Stück. Oh. Beeil dich, komm. So, es durch den Wald schaffen. Okay, es durch den Wald schaffen. Oh Gott, was ist das schon wieder so ein Schwarm da vorne? So, okay, dann werden wir hier schnell rüber balancieren. Was haben wir hier? Was ist das? Oh. Was zum Teufel? Oh. Rusty hat mich vor den Fallen gebracht. Alter! Fallen! Na, das muss man ja aber auch erstmal jetzt raffen, Alter. Ein kleiner Tipp wäre schön gewesen. Rusty hat versucht, mich davor zu warnen. Der will er mich verarschen. Irgendwie, das wirkte jetzt nicht wie... Oh, Attention, Falle. Bärenfalle. Sondern, hey, ihr leuchtet, hier ist Loot, komm her. Oh, ihr Schweine. Fiesen Säcke. So, okay. Gott, hier ist nichts. Oh, hier vorne. Ja, das wird wahrscheinlich nochmal eine Falle sein. Kann ich die eigentlich entschärfen? Also jetzt sieht man es halt ein bisschen besser, ne? Wenn man es weiß. Kann ich auch Feinde in diese Falle locken? Das wäre natürlich ganz interessant. Oh, wo ist er hin? Wow, das sind eine Menge Fallen. Nein, Alter. Die jetzt zu spät gesehen. Interessant, sobald ich in eine Falle getreten bin, kommen die quasi raus. Und wollen ihre Beute. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Leichtfüßig wie eine Karzelle werde ich hier durch das Minenfeld der Bärenfallen durchtänzeln. Hoffentlich. Zwei Stück schon drin gelaufen. Das wären auch nicht die letzten, die wir sehen, habe ich fast Angst. Okay. So. Wie was? Oh, können wir das machen? Nee, schade. Ja! Ich möchte meinen Teddy jetzt haben. So, warte mal, wo ist der Schwan? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Das ist natürlich fies, weil man jetzt halt auch einfach überlegt, so, oh, was ist das jetzt? Ist das eine Manuskriptseite oder ist das eine Bärenfalle? Irgendwie, man muss ein bisschen Vorsicht dahin hier laufen. Nicht einfach so blind rinnen in den Busch. Das ist schwierig. So, Kontrollpunkt erreicht. Was? Mann, Alter, was ist aber hier? Den letzten Batteriewechsel, den hätte ich mal klemmen können. Ja, aber jetzt wäre halt, wie gesagt, die Leuchtpistole echt Bombe gewesen irgendwie und so auf kurzer Distanz. Ich muss halt echt noch das mit diesem Ausweichen hier ein bisschen besser reinkriegen.
So, was haben wir denn hier? Eine Kiste? Okay, haben wir. Können wir hier mit der Kiste? Wir können hier gar nichts machen, ne? Schade. Können wir auch schießen? Nö. Schade eigentlich. So, da oben ist eine kleine Hütte oder so, da will ich mal hingehen. Ja, wahrscheinlich ist das auch mein Wegpunkt. Oh, da kommt wieder so ein Dicker. Okay, da kommt wieder so ein Dicker. Sehr cool. Und schon ist Ruhe im Karton. So, was haben wir hier? Einschalten. Ich finde es so geil, wie da alles an diesen Teilen wackelt, ey. Das ist schön. So, hier ist anscheinend das Fallenstellerlager. Und eine weitere Manuskriptseite wartet hier auf uns. Und ein Gewehr. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Was? Eine Kettensäge? Oh nein. So, Gewehr, sehr gut. So, gucken wir uns hier nochmal kurz. Was haben wir hier noch was Schönes drin? Nee, nichts. So, hier ist aber nichts. Guck mal hier, lass mal kurz den letzten Gipfel erklimmen. Oh, nee, hier nicht runter. Netz war so reflektierter. Stehe. Na gut, dann gehen wir weiter. Hier haben wir Point of No Return. Da hinten haben wir ein bisschen Munition, glaube ich. Ah nee, ist eine Leuchtfackel. Okay, das ist auch der Weg. Da müssen wir hin. Ich würde nur kurz hier oben nochmal kurz schauen. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. What? Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Kopf. Aha, okay. Hier geht es wieder zu einem kleinen Geheimversteck. Was war das denn jetzt gerade? Was hab ich denn hier gerade hier weg, ihr Bienen-Dingsbumst? Wieder hier lang, bitte. Ich glaube, ich sollte rausspringen. Ich springe einfach mal raus. Ja, okay, das hat Schaden gemacht. Schade. Oh nein, das wäre doch gewesen, oder was? Oh, schade, Alter. Aber da war doch jetzt nichts da vorne drin, oder? Ah, nee. Hier muss man hin. Okay, verstehe. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie im Flugzeug rum gewesen. Und man hätte jetzt drin bleiben müssen oder so. So, was haben wir drin hier in der Kiste? Leuchtpistole, perfekt. Und eine atmet hier sehr schwer. Und das bin diesmal nicht ich. Okay, weiter geht's. Ja, das hat sich auf jeden Fall nochmal kurz gelohnt, hier der kleine Umweg. Was erwartet uns hier?
da vorne leuchtet etwas. Okay, es kommt von allen Seiten. Oh, hinter mir hoch, ey. Hau mir ab, du. Hui. Freude. So, dann versuche ich hier vorne mal ganz kurz. Oh, Mann. So, können wir den anschmeißen in den Generator? Sehr schön. Okay, ein bisschen Licht ist gut. So, Revolvermunition und Jagdgewehrmunition. Ich hab noch gar nicht mit dem Jagdgewehr geschossen. Ich denke, ich sollte das mal tun. Ich hier ständig finde ich die Dinger und ich einmal benutze und irgendwann bringt die Dinger wieder los. Das ist doch schade. Na, mal schauen, wo sich die anderen Gegner verstecken. Sind den Geräuschen nach zu urteilen? Sind sie wohl hier irgendwo? Okay, da drüben ist die Lodge. Oh, und da sehe ich eine Thermoskanne da drüben noch stehen. Die holen wir uns. Für meinen heißen Kaffee mache ich alles. So. Jawohl, da ist er. Okay, und da könnten wir auch rüberkommen. Die Frage ist nur, wo kommen wir da drüben hin, wenn wir über den Baumstamm laufen? Ja, also der Weg ist jetzt auf jeden Fall in diese Richtung, zum Haus. Das ist soweit klar. Aber wo kommen wir jetzt hier hin, wenn wir über den Baumstamm laufen? Wenn wir das überhaupt können? Ja, können wir. Und wo kommen wir hin? Was haben wir jetzt damit gewonnen? Ja, nicht wahr? Okay. Schade, wäre schön gewesen. Na gut. Wahrscheinlich hätten wir uns da irgendwie in eine Position bringen können, wo wir uns halt besser verteidigen hätten können. Gegen mehrere andringende Gegner. Ja, wir wären zwar mit dem Rücken zur Wand gewesen, aber wir hätten immer noch runterspringen können zur Not. Wenn alle Stricke reißen. Ich glaube auch eigentlich ja nicht, dass unbedingt die Feuerkraft der Pistole oder des Revolvers eigentlich das Problem ist, sondern tatsächlich eher die Kapazität der Taschenlampe. Ne? Irgendwie, die ist ja quasi irgendwie so ein bisschen so der Bottleneck. So, bevor wir nämlich erstmal alle Schatten da beseitigt haben, um ihn überhaupt treffen zu können. Oh, da sind sie alle. Obwohl, das wäre schon fetzt. Kann man nicht anders sagen, Freunde. Das knallt halt schon. So, konnte ich hier gerade. Nee? Nee, konnte ich nicht. So, palüm, palüm. Eins hoch. Und hier nicht. Okay, alles klar. Dann ist der wie klar. Auf, hoch mit uns. Das Mühlendach gehen. Oh, oh, oh. Oh. Na, ich glaube, ich hätte einfach was warten müssen, ne? Du bist ein bisschen zu früh abgesprungen hier. Na egal. Okay.
blaue Flecken. Und fort damit. Munition. So, wenn wir auf dem Mühlendach sind, was sollen wir da tun? Also suchen wir jetzt tatsächlich den Entführer oder was irgendwie, weil ich sag mal so trivial unsere Frau suchen, ist klar, ne? Aber was ist denn jetzt unser Ziel gerade? Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ja genau, beim Holzlager, ne? Wir haben ja gesehen, wie das Ding weggeschoben worden ist. Mit uns drin. Also ich denke mal, wir sind jetzt irgendwie auf dem Weg, den Entführer zu finden. Damit der uns sagen kann, wo unsere Frau ist. Macht eigentlich auch am meisten Sinn. So, treten. Aha, okay. Als Barry das Dunkel das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Ja, das unterschreibe ich blind bei den Sitcoms. Irgendwie, eigentlich ist es alles immer eine Horrorshow. So, okay, weiter geht's. Hilfreck. Weg damit. Also, was haben wir hier? Die Leuchtfackeln, sehr schön. Hier kann man hochklettern. Ich geh mal hier ganz kurz mal hoch. Okay. Schnicks hier. So, na denn? Hoch aufs Mühlendach. Oh, kommt jetzt hier einer? Nein. Oh, war das ein tragendes Stück Dunkelheit? Na, lieber raus. Nein, wer liegt denn da? Wen kann da kommen? Hab ich das übersehen da drüben? Nee, ne? Muss mich mal gerade orientieren. Ah, na, ich hoffe nicht. Das wäre schade. The darkness wear her face. Vorsicht, Verlustesten! Aha. Ein Schuss ist natürlich geil. Kannst du nicht mehr gern. Das haut rein. So, kurz nochmal gründlich umsehen. So, und hier drin haben wir Polter. Eine Seite. Nochmal ein Jagdgewehr. Oh, ist ja fies. So, Manuskriptseite. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten, zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Die Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Okay. Dann geht es hier wahrscheinlich weiter. Zack, wirst du wohl. Hallo, Wacky. Atmosphäre ist sowas von geil in diesem Spiel, muss man sagen.
kann mir absolut vorstellen, warum dieses Spiel halt einfach den Status hat, den es heute hat. Irgendwie, also bis jetzt gefällt es mir echt richtig, richtig gut. Who are you? Alter, er ist nicht über diesen Holzfluss, über den Holzstamm gelaufen. Es darf doch nicht wahr sein, so jetzt. Hinfort mit dir, Unhold. Hier haben wir jetzt wieder ein Holzlager, oder was? Oh, krass. Sieht mal geil aus. Kann man nicht anders sagen. Sieht wirklich echt geil aus. So, ich sollte wahrscheinlich auch mehr mit Leuchtfackeln arbeiten. Und voll. Oh, damn. Wupp. Ja, irgendwas sagt mir. It's a trap. Holzfäller ist ein riskanter Beruf. Und da haben wir noch die Kettensäge. Oh, ist aber ein richtig dicker. So, schön, alles klar. Dann haben wir Captain Kettensäge ebenfalls ein bisschen kurz mal in seine Schranken gewiesen. Kann ja wohl die Fahr sein. Ist auch kein Wunder, dass Holzfäller einer der gefährlichsten Berufe ist. Ne? Wenn man hier einfach auf arme Schriftsteller losgeht. Im Wald. Des Nächtens. So, okay. Schauen hier mal kurz nochmal rum. Oh, ist aber auch wirklich finster hier, ey. Ach man, jetzt sind alle so fette Verstecke hier irgendwie. Ist immer geil, wenn du in die komplette andere Richtung eigentlich läufst. wo dich eigentlich der Wegpunkt hinführt. Nur weil du denkst, hier ist Loot. Where is the Loot? Oh, dann ist hier noch nicht mal was. So, da oben haben wir Licht. Das ist schon mal ganz gut. Licht heißt Sicherheit. Was soll das denn aus? Glück, oh, Moment. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. So, da vorne haben wir eine Art Trailerpark. Die Bären sind aber auch geil. Könnte ich mir auch vorstellen. Bei mir hier so einen dicken Teddy. Würde ich gut finden. So. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Jetzt sind wir die falsche Taste drücke hier. Okay, wir sind aus dem Wald. Dafür sind wir jetzt hier im Trailerpark. Ist das jetzt besser? Ich denke nicht. So. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Okay, gut.
Heißt also, wir brauchen jetzt erstmal einen Schlüssel für das Schloss hier vorne. Naja, Trailerpark ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ne? Mit zwei so einen Containern hier drauf. So, zack. Was war das? Manuskriptseite. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Also FBI-Agent Nightingale, der ist auf jeden Fall nicht, definitiv nicht unser Freund. Ich glaube, bei dem sollten wir wirklich einen riesengroßen Bogen drum machen. Jagdgewehrmunition, sehr schön. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Vielleicht andere Seite. Das klingt seltsam. Das ist immer komisch, wenn Ene nicht aufgeht. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. So, hier ist der Garagenschlüssel. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Oh Mann. Nicht ohne Hände waschen, mein Freund. So, okay. Können wir denn eigentlich noch in diese Wohnwagen rein? Ne, ich glaube nicht, ne? So, okay. Dann schließ mal auf das Ding. Können wir jetzt mit dem Auto fahren? Oder er wird jetzt einfach eine Cutscene geben?